Salve! Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ihr habt schon im Titel gesehen, etwas, was ich noch nie gemacht habe. Ich habe also ein neues Format für euch. Ich wollte das eigentlich erst nächstes Jahr einführen, aber warum eigentlich nicht schon jetzt? Ich stelle euch in diesem Video 10 Bücher vor, die ich noch nicht hier habe. Das sind Bücher, die für mich einfach so interessant klingen, dass sie mir nicht mehr aus dem Kopf gehen. Und jetzt kommt ihr ins Spiel. Ihr seid gefragt, soll ich diese Bücher anlesen oder nicht? Ich rezensiere die Titel, die ihr wollt. Ihr könnt das Ganze also interaktiv mitbestimmen. Das Ganze funktioniert so. Schaut euch das Video bis zum Ende an und schreibt mir dann einen Kommentar mit dem Titel der vorgestellten Bücher, das ich als nächstes anlesen soll. Ihr könnt natürlich auch mehrere nennen, schreibt aber bitte für jeden Titel einen extra Kommentar. Das hat einfach den Grund, weil ich das im Ranking sonst nicht genau erkenne, wenn es Mehrfachnennungen und so weiter gibt. Da kann mir selber auch mal was durchflutschen. Wenn euer Wunschtitel, den ihr mir vorschlagt, schon genannt wurde, dann reicht es natürlich auch, wenn ihr diesen Kommentar einfach mit einem Daumen nach oben bewertet. Ich würde es dann so machen, dass ich mindestens 3 der meistgelikedesten Titel im Dezember noch anlesen werde. Wenn sie mir gefallen, werde ich sie mir auch zulegen. Angenommen, mir gefallen jetzt gar keine Titel, dann kann ich natürlich die nächsten reinnehmen und immer so weiter. Das hat natürlich zur Folge, dass ihr sie bald bei mir in den Videos und in meinem Bücherregal sehen könnt. Ihr bestimmt also, welche Neuzugänge ich in der Zukunft haben werde. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video und ich hoffe natürlich, dass für euch auch was dabei ist. Der erste Titel ist Piranesi, von Suzanne Clark. Das Ganze habe ich zum ersten Mal wahrgenommen bei der lieben Bibliotaph. Und die verlinke ich euch unten gerne, macht ganz tolle Videos und hat einen ganz tollen eigenen Stil. Das Buch, die gebundene Ausgabe, hat 272 Seiten und ist im Karl Blessing Verlag erschienen. Und das Ganze auf Deutsch zum ersten Mal am 5. Oktober 2020. Wer es nicht weiß, Suzanne Clark ist auch die Autorin von dem Buch Jonathan Strange und Mr. Norrell. Das habe ich auch im Regal, das habe ich auch nur teilweise gelesen. Aber das war auf jeden Fall ein Weltbestseller, falls der Name euch irgendwie bekannt vorkommt. Ein riesiges Gebäude, in dem sich endlose Räume aneinanderreihen. Verbunden durch ein Labyrinth aus Korridoren und Treppen. An den Wänden stehen Tausende von Statuen. Das Obergeschoss besteht aus einem Ozean. Bei Flut donnern die Wellen die Treppenhäuser hinauf. In diesem Gebäude lebt Piranesi. Er hat sein Leben der Forschung des Hauses gewidmet. Und je weiter er sich in diese Zimmerfluchten vorwagt, desto näher kommt er der Wahrheit. Der Wahrheit über die Welt jenseits des Gebäudes und die Wahrheit über sich selbst. Ich kann mir nicht viel darunter vorstellen. Es klingt sehr nach einem Fantasy-Roman. Aber nach einem sehr interessanten Fantasy-Roman. Ich hoffe, es steckt auch genauso viel dahinter. Ich muss sagen, mich erinnert der Plot an eine Kurzgeschichte von Michael Ende. Da ging es auch um eine Figur Hor, die in einem Raum lebte, der so groß ist, dass er die Türen nicht erreichen konnte und sein Echo an den Wänden nie aufhört, wiederzuhallen. Also das war in einer Kurzgeschichte von Der Spiegel im Spiegel und ich musste sagen, als erstes, mein erster Impuls war der Gedanke daran. Ja, ich hätte unheimlich Lust auf die Geschichte und ich würde sie gerne anlesen und würde mich freuen, wenn ihr das in den Kommentaren dann auch hochvotet. Das nächste Buch heißt Shaggy Bane und ist geschrieben von Douglas Stewart. Das Besondere, es ist der Booker Prize Winner von 2020. Die gebundene Ausgabe hat 448 Seiten und ist im Picador Verlag erschienen, in einer Main Market Edition am 6. August 2020. Das Ganze spielt in Schottland und beginnt in meinem Geburtsjahr. Es ist 1981. Glasgow stirbt und gute Familien müssen kämpfen, um zu überleben. Agnes Bane hat immer mehr vom Leben erwartet. Sie träumt von größeren Dingen, einem Haus, einer eigenen Haustür und einem abbezahlten Leben. Wie ihre perfekten, aber sehr falschen Szene. Agnes wird von ihrem Ehemann verlassen und bald sind sie und die 3 Kinder in einer dezimierten Bergbaustadt gefangen. Während sie tiefer in den Alkohol hinabsteigt, versuchen die Kinder ihr Bestes, um sie zu retten. Doch einer nach dem anderen verlässt sie, um sich selbst zu retten. Es ist ihr einziger Sohn, Shaggy, der ihr am längsten Hoffnung macht. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr traurige Geschichte. Ich glaube, dass spiegelt eine Zeit wieder, die ich persönlich so nicht kenne. Mich hat das irgendwie gecatcht. Natürlich einmal das Setting, dann das Geburtsjahr fand ich auch interessant, weil über die eigenen 10 Jahre in der Kindheit hat man politisch und weltgeschehenstechnisch natürlich auch noch nicht so viel mitbekommen. Und ja, ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher, weil ich auch mit
preisausgezeichneten Büchern manchmal so meine Probleme habe. Vielleicht erwarte ich dann zu viel, aber ich würde auf jeden Fall mal reinlesen, um einfach dann auszutesten, ob das was für mich ist. Vielleicht hat es euer Interesse ja auch irgendwie bekommen und ihr wisst, wie es geht. Einen Kommentar schreiben mit dem Namen, dann würde ich es anlesen, wenn es denn eben unter den Top 3 ist. Das nächste Buch ist ein dicker, fetter Schinken. Es heißt Aus der Welt von Karl-Ove Knausgard. Das habe ich gesehen bei The Sarah Story und sie hat es schon zu Hause. Die gebundene Ausgabe hat satte 928 Seiten. Das Ganze ist im Luchterhand Verlag erschienen am 19. Oktober 2020. Hoch oben im Norden Norwegens spielt die Geschichte und das kurz vor der Jahrtausendwende. Der junge Henrik Wankel arbeitet hier als Aushilfslehrer. Selbsthass, Einsamkeit und Schamgefühle bestimmen sein Leben. Schon lange ist er aus der Welt gefallen. Schon lange versteht er die Zeichen seiner Mitmenschen nicht mehr. Schon lange verschwimmen ihm Traum und Realität, bis ihm eines Tages klar wird, dass er sich verliebt hat in eine seiner Schülerinnen. Eine eigentlich unmögliche Liebesgeschichte. Ist das wirklich die Rettung oder der Auftakt zum endgültigen Zusammenbruch? Ich finde, es klingt unheimlich interessant. Unheimlich interessant. Luchterhand Verlag steht ja jetzt auch nicht unbedingt für einfache Unterhaltung. Ja, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ich das Buch anlesen könnte. Ihr seid jetzt gefragt und meine Erwartungshaltung ist natürlich auch groß. Bei einer Seitenanzahl von über 900 Seiten ist die Leseprobe wahrscheinlich 70 Seiten lang, aber dann kann man sich ja schon mal so ein wenig ein Abbild von dem Buch machen. Ja, ihr seid gefragt, gefällt es euch genauso gut vom Inhalt her wie mir? Dann ab in die Kommentare damit. Das nächste Buch heißt Burnt Sugar von Avni Doshi. Das war shortlisted für den Booker Prize. Das Taschenbuch hat 240 Seiten und ist im Hamilton Verlag erschienen am 30. Juli 2020. In ihrer Jugend war Tara sehr, sehr wild. Sie gab ihre leblose Ehe auf, um sich einem Ashram anzuschließen und lebte eine kurze Zeit als Bettlerin, hauptsächlich um ihre wohlhabenden Eltern zu ärgern. Sie verbrachte Jahre damit, einem zerzausten, obdachlosen Künstler nachzujagen. Alles mit ihrem kleinen Kind im Schlepptau. Jetzt vergisst sie Dinge. Sie mischt die Löhne ihrer Magd und lässt das Gas die ganze Nacht laufen. Und ihre erwachsene Tochter steht vor der Aufgabe, sich um eine Frau zu kümmern, die sich nie um sie gekümmert hat. Das Ganze interessiert mich natürlich einmal wegen der Tragik, die diese Geschichte mit sich bringt. Einmal, weil ich einen englischen YouTuber gesehen habe, der das Buch gezeigt hat und dem es sehr, sehr gut gefallen hat. Und ich habe in das Hörbuch ein paar Sekunden reingehört und auch der Anfang gefiel mir sehr gut. Deswegen ist es mir nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Und es hat auch noch den anderen Grund, weil ich mich persönlich aus meinen persönlichen Erfahrungen dafür interessiere. Mich würde interessieren, wie die Tochter das Leben mit ihrer Mutter darstellt, ob sie dabei anklagend ist, ob sie ihr schon längst verziehen hat. Ja, ich finde, es klingt interessant und gleichermaßen traurig. Und ja, ihr seid gefragt. Mal gucken, ob ihr das genauso findet. Ein Titel, den ich im Thalia in der Hand hatte und mir die erste Seite durchgelesen habe, mir seitdem nicht mehr aus dem Kopf geht. Ich war damals mit der lieben Yvonne und der Lexi im Thalia hier in Kassel und ja, schöne Grüße an euch an der Stelle. Es geht um 8 Berge von Paolo Cognetti, die gebundene Ausgabe hat, 256 Seiten und die Deutsche Verlagsanstalt hat das am 11. September 2017 veröffentlicht. Wagemutig erkunden Pietro und Bruno als Kinder die verlassenen Häuser des Bergdorfs. Sie streifen an endlosen Sommertagen durch die schattigen Täler, folgen dem Wildbach bis zu seiner Quelle. Als Männer schlagen die Freunde verschiedene Wege ein. Der eine wird sein Heimatdorf nie verlassen, der andere zieht als Dokumentarfilmer in die Welt hinaus. Doch immer wieder kehrt Pietro in die Berge zurück, zu diesem Dasein in Stille. Ausdauer und Maß halten. Er ringt mit Bruno um die eine Frage, welcher Weg der richtige ist, Stadt oder Land, gehen oder bleiben, was zählt wirklich im Leben. Ich habe so einen leichten Hang zu Berggeschichten. Warum, weiß ich nicht, aber vielleicht ist es wirklich das Setting, was mich hier anspricht. Und auch die erste Seite, die ich gelesen habe, die fand ich sehr interessant und deswegen geht es mir nicht mehr aus dem Kopf. Und was verspreche ich mir davon? Ja, vielleicht wirklich eine Klärung der Frage, was besser ist oder eben die Klärung, dass man es nicht klären kann. So würde ich das jetzt empfinden, weil das muss ja jeder individuell für sich entscheiden. Vielleicht gibt es da auch einen psychologischen Tiefgang in der Freundschaft der beiden. Vielleicht steckt hinter der Geschichte auch was ganz anderes. Also ja, es klingt auf jeden Fall sehr, sehr interessant und
Schaut mal, ob das für euch auch so ist. Der nächste Titel ist eigentlich schon ein Titel, den ich schon so gut wie gekauft habe. Das ist Der Schnee, das Feuer, die Schuld und der Tod von Gerhard Jäger. Ich habe das gesehen bei der lieben Sarah Sophie. Die verlinke ich euch natürlich auch unten. Ihr kennt sie wahrscheinlich auch alle schon, aber sie hat das Buch vorgestellt und sofort mein Interesse damit bekommen. Und dann kam die liebe Yvonne, nochmal hallo, auf mich zu und sie hat es angelesen und war von der Sprache ganz begeistert. Und das sind eigentlich schon Kriterien, da will ich es mir schon kaufen. Die Seitenanzahl der gedruckten Ausgabe hat 401 Seiten, im Taschenbuch am 26. September 2016 erschienen. Ja, im Herbst 1950 kommt der junge Wiener Historiker Max Schreiber in ein Tiroler Bergdorf, um einem alten Geheimnis auf den Grund zu gehen. Konfrontiert mit der archaischen Bergwelt und der misstrauischen Dorfgemeinschaft fühlt er sich mehr und mehr isoliert. In seiner Einsamkeit verliert er sich in der Liebe zu einer jungen Frau, um die jedoch auch ein anderer wirbt. Als ein Bauer unter ungeklärten Umständen ums Leben kommt, ein Stall lichterloh brennt und der Winter mit ungeheurer Wucht tödliche Lawinen über das Dorf hereinbricht, spitzt sich die Situation dramatisch zu. Schreiber gerät unter Mordverdacht und verschwindet spurlos. Nur seine Aufzeichnungen bleiben zurück. Mehr als ein halbes Jahrhundert später will ein alter Mann endlich die Wahrheit wissen. Viel dazu habe ich eigentlich nicht zu sagen, außer dass ich es so, so gerne lesen würde. Und ich weiß gar nicht, ob Sarah Sophie das mittlerweile gelesen hat. Ich glaube nicht. Ich habe es bei ihr jetzt nicht mehr gesehen. Allerdings, ich gestehe auch, ich kriege nicht immer alle Videos mit und kann zeitlich auch nicht immer alles gucken, was BookTube so hervorbringt, auch wenn ich es gerne würde. Ich muss mal immer gucken. Und ja, ich würde das sehr, sehr gerne lesen. Und ich hoffe, ihr votet das hoch. Dann habe ich ein Buch schon seit Ewigkeiten als Leseprobe auf meinem E-Reader. Und dann hat neulich die liebe Andrea Wintermädchen, das ich glaube in einer Bookshelf-Tour rausgezogen, gesagt, dass sie das gelesen hat und dass es für sie mal eine ganz andere Art von historischer Roman war und dass es ihr gut gefallen hat. Das geht um Carpathia. Ich glaube, man spricht das so, weil es ja an Karpaten angelehnt ist. Das hat geschrieben Matthias Menegos und ja, ich habe es gesehen bei Andrea und seitdem geht es mir wirklich gar nicht mehr aus dem Kopf. Die gebundene Ausgabe hat 680 Seiten und das ist in der Frankfurter Verlagsanstalt am 30. August 2017 erschienen. Das Ganze startet in Wien im November 1833 nach einem Duell, bei dem der Hauptmann Alexander Corviani die Ehre seiner verlobten Baronesse Kara von Amprecht verteidigt, muss der ungarische Graf die kaiserliche Armee verlassen. Kurz darauf begibt sich das junge Paar auf die abenteuerliche Reise zum äußersten Rand des Habsburgischen Reiches in Transsilvanien. Inmitten von nebligen Wäldern und dunklen Seen befinden sich ein Lehnsgut, das die Corvianis vor Jahrzehnten Hals über Kopf verlassen mussten. Kara und Alexander stoßen auf eine mittelalterliche Welt, ein feudales Fresko aus Magyaren, ich weiß leider nicht, was das ist, Walachen und Sachsen. Undurchschaubares Geflecht aus alten Feindschaften, verschiedenen Religionen und unbeirrbarem Aberglauben. Alexander und Kara rufen ein Jagdfest aus, doch was als gemeinschaftliches Vergnügen geplant war, gerät außer Kontrolle. Ein Funke kann genügen, um das Pulverfass zur Explosion zu bringen. Also das Setting allein schon. Allein schon das Cover, dann noch das Setting und dann noch diese vielen ungeklärten Fragen reizen mich unheimlich. Dann noch die Stimme von Andrea dazu. Ja, es klingt unheimlich interessant. Ihr dürft natürlich auch in die Kommentare schreiben, wenn ihr irgendwelche Bücher schon gelesen habt, mir speziell davon abratet oder nochmal untermauert, warum mir das gefällt. Die Kommentare beziehen sich natürlich jetzt nicht allein aufs Hochvoten. Ja, aber das ist auch ein Buch, was ich unheimlich interessant finde und das auch schon sehr lange jetzt. Das nächste Buch ist Eine Frage der Zeit von Alexander Camus. Das hat mir auch wieder die liebe Yvonne empfohlen. Sie liebt Camus-Bücher. Ich dagegen muss gestehen, ich habe von ihm noch nichts gelesen. Eine unglaubliche, doch wahre Geschichte. 1913 beauftragt Kaiser Wilhelm II. Drei norddeutsche Werftarbeiter, ein Dampfschiff in seine Einzelteile zu zerlegen und am Tanganyika-See südlich des Kilimandscharo wieder zusammenzusetzen. Der Monarch will damit seine imperialen Ansprüche unterstreichen. Zur gleichen Zeit beauftragt Winston Churchill den exzentrischen, aber liebenswerten Oberleutnant Spicer Simpsons zwei Kanonenboote übers Land durch halb Afrika an den Tanganyika-See zu schleppen. Als der Erste Weltkrieg ausbricht, liegen sich Deutsche und Briten an seinen Ufern gegenüber.
Keiner will aber, jeder muss den Krieg führen vor der pittoresken Kulisse des tropischen Sees. Alle sind Gefangene der Zeit, in der sie leben, und jeder hat seine eigene Art, damit fertig zu werden. Ja, wie ich Yvonne kenne, sie legt sehr viel Wert auch auf Innenleben der Figuren. Ich kann mir vorstellen, dass ihr das sehr gut gefallen hat, weil man eben in den Köpfen der Soldaten ist und sehr viel eben von ihrem Denkprozess und Entwicklungsprozess mitbekommt. Das finde ich sehr, sehr interessant. Ich muss sagen, das Buch von Natur aus hätte ich es wahrscheinlich gar nicht auf meine Wunschliste gepackt. Ich glaube, das Buch könnte aber was werden, wenn meine Erwartungshaltung oder wenn ich mit meiner Erwartungshaltung richtig liege, dass es viel um inneren Monolog und Charakterentwicklung geht. Vielleicht gibt es natürlich auch interessante Landschaftsbeschreibungen, weil natürlich ist es verrückt, dass zwei Länder, die in Europa beheimatet sind, sich auf einem anderen Kontinent zu treffen und Krieg gegeneinander zu führen. Sowas ist halt im Krieg möglich. Aber mit Logik hat das nicht viel zu tun. Ja, ich würde es tatsächlich gerne anlesen. Ich bin gespannt, was es damit auf sich hat. Ich kann mir allzu viel nicht darunter vorstellen. Aber das werde ich dann ja erfahren, wenn ihr das hochvotet. Dann habe ich noch ein Buch, bei dem bin ich mir nicht so richtig sicher, ob es was für mich ist. Es kann sein, dass es ein bisschen zu kitschig ist. Das weiß ich nicht genau. Das geht um das Wörterbuch des Windes. Ein wunderschöner Titel von Nina Blanjon. Ich habe von ihr noch nie was gelesen. Das Ganze ist broschiert und hat 576 Seiten. Ist im Ullstein Verlag am 28. September 2020 erschienen. Wenn der Wind sich dreht, wirst du die Freiheit finden, du selbst zu sein. In Island, der Insel der Winde, treffen sie am Walfjord aufeinander. Die deutsche Touristin Svea, deren Ehe gerade auf der gemeinsamen Reise zerbrochen ist, der ehemalige Lehrer Einar Pálsson und der scheue John Arnason. In Einars Haus am Meer versucht Svea noch einmal ganz neu anzufangen. Früher hat sie Kunst studiert, sie wollte malen, Liebhaber sammeln und auch sonst in jeder Hinsicht frei sein. Aber kann man wirklich alles auf Null setzen? Auf der Suche nach Antworten entdeckt Svea das Leben und das Lieben neu und wagt es schließlich, ihre eigenen Geister zurückzulassen. Sie wagt es, dem Weg des Windes zu folgen. Ich bin mir unsicher, muss ich ganz ehrlich sagen. Es klingt zwar sehr poetisch, das ist auf jeden Fall was für mich. Das Setting Island ist auch was für mich. Ich bin mir mit dem Schreibstil aber nicht sicher. Das ist auch der Grund, warum ich Bücher vorher anlese. Es ist ja schon eine Liebesgeschichte und ich bin schon lange nicht mehr so richtig in der Stimmung für Liebesgeschichten, weil sie mir oftmals zu vorhersehbar und zu kitschig sind. Weil man ja weiß, dass man eine Liebesgeschichte liest, dann weiß man ja, dass sich zwei Charaktere ineinander verlieben. Das ist halt so ein komisches, zweischneidiges Schwert. Mich reizt es nicht besonders. Das kommt aber immer darauf an, wie es geschrieben ist, wie es aufgebaut ist und so weiter. Nina Blanjon ist ja eine beliebte Autorin und insofern könnte ich mir auch vorstellen, dass es mir auch gefällt. Ich schaue einfach mal, was ihr dazu sagt und daran werde ich mich halten. Dann kommen wir zur letzten Vorstellung. Ein Buch, was ich auch auf jeden Fall noch anlesen möchte, ist Zum Leuchtturm von Virginia Woolf. Das ganze Buch hat 300 Seiten ungefähr. Es gibt ja unzählige Ausgaben, ist schon vielfach neu übersetzt und neu rausgebracht worden. Also ungefähr 300 Seiten hat so eine Ausgabe. Im Zentrum steht die Familie Ramsay und deren Besuche im Sommerhaus auf der schottischen Isle of Skye. Vor und nach dem Ersten Weltkrieg. Symbolisch wie real ragt im Hintergrund der malerische Leuchtturm von Godrevy Point auf. Die Kinder möchten den bald besuchen und man verspricht ihnen das. Doch kaum wahrnehmbare häusliche Konflikte, von Wolf wie mit einem Seziermesser herausgeschält, verhindern das Ganze. Erst viele Jahre findet diese Fahrt zum Leuchtturm tatsächlich statt, doch bis dahin hatte sich schon alles verändert. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber das ist natürlich wieder mein Wunschsetting. Virginia Woolf kann gut schreiben und gut ihre Gefühle darstellen, aber ich hatte ja Mrs. Dalloway gelesen. Das hat mir einfach von der Geschichte, wenn man so will, nicht so gut gefallen, weil sie dort diesen Stream of Consciousness die ganze Zeit anwendet und die Geschichte einfach nicht so wirklich vorankam und man immer in dem Kopf der Protagonistin war. Ich habe das Buch tatsächlich abgebrochen. Aber ich bin Virginias Schreibstil nicht abgeneigt. Es kommt, glaube ich, bei ihr wirklich auf die Geschichte an. Die muss mich richtig packen. Und dann werde ich das wahrscheinlich sogar lieben. Deswegen habe ich mir Zum Leuchtturm rausgesucht, weil in dem Buch gibt es natürlich auch sehr viele autobiografische Züge. Ich habe mich ja mit dem Suizid von Autoren und Autorinnen in einem Video beschäftigt. Findet ihr auch in der Infokarte. Und ja, ich interessiere mich wirklich für die Geschichte und würde gerne wissen, was es damit auf sich hat. Und wenn ihr das genau so seht, ihr wisst ja, was ihr zu tun habt,
votet es in den Kommentaren hoch. Zu meinen Hübschen. Ihr habt es geschafft. Ich bin mir nicht so ganz sicher, wie lang das Video jetzt war. Ich glaube, es hat eine gute Länge. Ne? Kann man verkraften. Mich würde interessieren, wie euch das Format gefällt. Ihr könnt mir das zeigen, indem ihr mir einen Daumen hoch gebt. Und dann weiß ich, dass es gut war oder eben keinen Daumen hoch. Einen Daumen runter möchte ich nicht haben. Vielen Dank. Ja, und vergesst bitte nicht, in den Kommentaren unten nachzuschauen, ob das Buch, was ihr favorisiert, genannt wurde. Dann liked bitte das Kommentar. Oder wenn es noch nicht genannt wurde, dann nennt ihr es doch einfach und schreibt es mir in die Kommentare. Ansonsten seid ihr natürlich dazu aufgerufen, mir alles zu schreiben, worauf ihr Lust habt. Außer Beleidigungen bitte. Ja, genau. Und ich freue mich, dass ihr bis hierhin dran geblieben seid. Ich hoffe, euch gefällt das wirklich und würde mich freuen, wenn wir uns dann wiedersehen. Und wünsche euch bis dahin auf jeden Fall eine schöne Zeit. Kommt gut ins nächste Jahr, falls wir uns nicht mehr sehen. Bleibt gesund und eine wundervolle Zeit. Macht's gut. Bye, bye.